Einige Jahre verbrachten wir im Hofe Vortigerns und oft unterhielt ich den König mit magischen Kunststücken. Auch die Knaben Ambrosius und Uta schienen zunächst sicher zu sein. Doch spielte Vortigern ein doppeltes Spiel und suchte erneut die Nähe der Sachsenkönige. Er trachtete danach, beide Drachen zu beherrschen und vermählte sich aus diesem Grunde ein weiteres Mal. Diesmal mit der Saxonin Rotwin, einer Tochter ihres Königs Hengist, die in der Kunst der Zauberei und dem Mischen von Tränken und Giften wohl bewandert war, war sie doch eine Schülerin meines alten Feindes Osmund. Ich konnte über meinen Onkel Colonus Verbindung knüpfen zu zweien meiner Vettern, Itohelus und Morigenius, die am Festland Zuflucht gefunden hatten, wo Mettler aus Cambria und Cornovia unter Führung von Boudicius, eines Enkels von Kuno Moriodokus, ein kleines Reich namens Britannia Minor in Eremorica in Nordwestgallien gegründet hatten. Boudicius nun war verwandt mit der Familie Constantinus, Ambrosius und Utas Vater, und so war ich mir gewiss, dass die Brüder dort sichere Unterkunft erwarten konnten. Cavacanthos, mein irdener Freund und Diener, welcher damals bereits zu großer Gestalt anwachsen konnte, brachte uns eines Nachts sicher aus Vortigerns Festung und mit Hilfe meines treuen Geistes Beliodelvos entkamen wir allen Jägern auf sicheren Wegen. Lediglich meine Mutter bat, in Britannien zurückbleiben zu dürfen, und so fand ich einen Ort für sie bei den Einsamen in Portus Alaunus, bevor ich mich, unterstützt von meinen Vätern Etuelus und Morigenius, mit den Knaben Ambrosius und Uta von Portus Alaunus aus nach Arimbruca einschiffte, wo wir am Hofe Boudicius in Dariotum gastfreundlich aufgenommen wurden, der beide in seine Familie aufnahm. Ich verbrachte nun meine Tage teilweise am Hofe von Venezia, wo mich meinen Studien der klassischen Philosophen hingab, und auch Ambrosius und Uta unterrichtete, soweit mein junges Alter und meine mangelnde Erfahrung in solchen Dingen mir dies erlaubten. Teilweise durchstreifte ich die Königreiche Aremorikas, die nach den Herkunftsländern ihrer Gründerväter Venezia, Cornugallia, Domnonia, Namnetia, Pernuabitus und Castra Pagos hießen. Dort begleitete mich häufig ein anderer erwachsener Jüngling gleichen Alters, welchen wir auf der Überfahrt kennengelernt hatten, namens Milodunus, welcher ein Mann der Kirche werden wollte und mit dem ich zum ersten Mal Bande der Freundschaft zu einem Menschen knüpfte. Und wie viel anders war es, mit einem gleichaltrigen Menschen zu wandern, zu streiten, zu lachen und zu philosophieren, als mit einem uralten Geist wie Beliodelvos oder dem treuen, aber stummen Cavacanthos, welcher nun zumeist in meinem Lederbeutel verblieb. Und auch meine Ausflüge mit Beliodelvos in Hirschgestalt wurden seltener, obgleich ich auch in Aremorica bald als der wandernde Zauberjüngling vom Hofe König Boudicius bekannt war. Und viele Menschen zu mir kamen und um Zeichen, Wunder oder Hilfe bei schwierigen Dingen baten. Eine jener Begegnungen in dieser Zeit sollte sich als die möglicherweise fatalste meines Lebens erweisen, denn seit jenen Tagen fragte ich mich stets, wie ich hätte anders handeln können und ob der Lauf der Welt und meines Lebens nicht hätten glücklicher sich wenden sollen, hätte ich nicht in meiner jugendlichen Wirrung jene Entscheidung gefällt. In diesen Tagen suchten wilde Wolfsrudel die Wälder von Brisca und Darunantos heim, und gemeinsam mit Milodunus unterstützte ich meine Vettern Iduelus und Morigenius bei der Jagd und räucherte die ungewöhnlich großen und bösartigen Tiere in ihren Bauten aus. Die Bauern jener Gegend berichteten von einer geheimnisvollen Jungfrau, welche häufig mit den Wölfen im Mondlicht gesehen wurde und selbst den Mond besang und Wolfsgestalt annahm. Ich begab mich alleine nach Brisca und schwor, die Werwölfin zu finden und aus ihrer Gestalt zu bannen. Auf einer dieser Wanderungen in den Wäldern traf ich Glavia. Glavia, strahlendes Licht schien sie zu sein, und Licht erfüllte mich, wenn sie mit mir sprach und mich ansah. Ihr Vater Esuvius war ein Gallier, einst ein Gefolgsmann des Herzogs von Vanvengionia, welcher sich auf die Insel Uliarus vor Aremorikas Küste zurückgezogen hatte, und ihre Mutter Solevia war eine heidnische Frau aus Britannia gewesen. Immer noch verehrte ihre Familie die alten Götter, insbesondere Diana Sirona, an deren heiligen See mich Glavia das erste Mal küsste. Glavia. Ich durchschwamm den See im Mondlicht und das erste Mal schien ein menschliches Wesen nicht meine Hässlichkeit zu sehen, nicht meine kleine, bucklige Gestalt, nicht mein behaariges Gesicht. Ich erzählte Glavia von dem Wissen der Christen und Hebräer, mit dem ich aufgewachsen war, von den klassischen Schreibern und Philosophen, und sang ihr die alten Lieder der Britannia, die mein Onkel Colonus mich gelehrt hatte. Solche Lieder kannte auch Glavia. Oh, sie war eine Schülerin der Sinne, einer alten Schwesternschaft weiser Frauen, den Druiden verwandt, welche nun offen als christliche Gemeinschaft lebten, doch im Inneren das alte Wissen noch bewahrten. Sie lernte von mir und ich von ihr, und unsere Körper genossen einander und den Frühling von Brisca, und wir lernten beide einander zu kennen, mehr als ich geglaubt hatte, dass es je zwischen zwei Menschen möglich sei. Wie ich war auch Glavia auf der Jagd gewesen, doch suchte sie Rache an einem Hexenmeister und seinem Gefolge, welches Mitglieder ihrer Familie getötet hatte. Grausam hatten sie sie in ihren Heimen aufgesucht und bei lebendigem Leibe Mütter und neugeborene Kinder verbrannt. Beim Mond hatte Glavia geschworen, die Seele jenes Hexenmeisters aus seinem Körper fahren zu lassen. Wie blind wir beide waren. Es war nicht vor jener Nacht am See der Diana, als ich aus dem Wasser stieg und Glavia im Mondlicht singen sah, bis ich verstand.
Wölfe heulten auf, nicht fern von uns, und ich sagte Glaivia zu, sie zu beschützen, doch nur ein mildes Lächeln war ihre Antwort. Nicht zu fürchten hätte ich ihre Familie, und ein Rudel Gefüffer im großen schwarzen Wolf gesellte sich friedlich zu ihren Füßen. Und der Werwolf leckte meine Hand wie ein treuer Hund die seines Herrn. Mir, der ich die Werwolfsbauten ausgeräuchert und seine Gefährtinnen und Kinder verbrannt hatte. Mir, der ich es war, den Glaivia jagte. Ich musste ihr gestehen, und sie verstand, und es war immer noch kein Hass zwischen uns, die wir aus zwei verschiedenen Welten stammten, nur Traurigkeit und Verzweiflung über die Fehler und Sünden, die beide Familien uns begangen hatten. Ich musste ihr gestehen, und sie verstand, und es war immer noch kein Hass zwischen uns, die wir aus zwei verschiedenen Welten stammten, nur Traurigkeit und Verzweiflung über die Fehler und Sünden, die beide unsere Familien begangen, und über die unbedachten Rachenschwüre, die wir beide uns auferlegt hatten. Wir versöhnten uns, und bald nahm ich selbst die Gestalt eines Wolfes an, und gemeinsam jagten wir durch die Wälder. Und wenn es uns gefiel, verwandelte Viliodelvos uns in einen Hirsch und eine Hirschkuh, und wir rannten geschwind vor Glaivias hungrigen Verwandten. Im Spiegel des Sees der Diana nahm Glaivia meine Gestalt an und ich die ihre, und so liebten wir uns und meinten, unsere Schwüre überlistet zu haben. In dieser Zeit schworen wir, Mann und Frau werden zu wollen und uns auf ewig zu binden. Glaivias Vater, der in einem Turm auf Uliarus lebte, missachtete mich als arbeitsscheuen, verwilderten Luftkopf, doch war meinen Kräften nicht gewachsen, und so verbitterte er über den Studium seiner Schriften. Die Sene war mir ebenso unfreundlich gesonnen, denn nach ihren Wünschen sollte Glaivia eine der neun Schwestern werden, welche die heilige Insel Abalon hüteten, und jeden Ort und sein Geheimnis hatte Glaivia mir enthüllt, als wir unser Wissen verschmolzen. Abalon war ein Ort, der nicht der Welt der sterblichen Menschen zugehörig war. Unsere Vorfahren hatten gewusst, dass diese Welt nur ein Spiegel einer anderen Welt ist, und jedes Ding, welches in dieser Welt passiert, sich dort in anderer Form äußert und ebenso umgekehrt, wie die Federn, mit denen die Sinne jenseits den Tempel der Fortuna Canontina deckten, in unserer Welt als die Worte von Dichtern erschienen. Von bestimmten heiligen alten Orten konnte man nach Abalon eintreten, und die neun Schwestern wussten die uralten Worte und Handlungen, um Barovindos, den Fährmann von Abalon, anzurufen, welcher einen Menschen auf die andere Seite bringen konnte. Mit dem Wissen aus meinem Geist hatte Glaivia erlernt, wie ich die steinerne Halle aus dem Tanz der Riesen von Sorbiodonum errichtet hatte, und überraschte mich in Abalon mit einer glänzenden Halle, die sie Rosuanda, die große Sehnsucht, nannte. Dort sollte ich mit ihr gemeinsam nach unserer Heirat leben, unbesorgt um Leid oder Tod. Doch war ich nicht bereit, war noch zu jung, um die Welt der Sterblichen zu verlassen. Dachte mir, stünden wichtige Aufgaben bevor, auch wenn mir nicht klar war, welcher Art. So zögerte ich, mit ihr fortzulaufen in die andere Welt. Fort vor unser beider Schicksal. Und frei zu sein nach unserem eigenen Gesetz. Und sah nicht kommen, was lange sich hatte, bereits am Horizont angekündigt in Bildern und Vorzeichen, für die ich in meiner Liebe blind war. Drei ganze Jahre waren verstrichen, und die Feinde hatten die Spur der Werwölfe lange aufgenommen. Seit vorchristlichen Zeiten schon hatten die Sene die Gestalt von Tieren angenommen und am Festland sowohl als Menschen, als auch bei Zeiten als verwandelte Wesen gelebt, sich menschliche Geliebte genommen und Kinder geboren, die ihre Nachfolge antraten, Wetter und Stürme beherrscht zum Wohle der Bauern, doch als Teile der Natur auch Anteil genommen am Wesen der Wildnis. Und es war ein Teil des Opfers an die alten Gottheiten gewesen, für Fruchtbarkeit und gute Ernten den Sene viel zum Reißen zu überlassen. Ein altes Geschäft, das die Menschen mit den Gottheiten einst geschlossen hatten, als jene ihnen diese Welt überlassen und sich ganz in die andere zurückgezogen hatten. Doch mit dem Aufkommen der neuen Götter waren die alten Bräuche vergessen und verdrängt worden. Die letzten alte Leute welchen sich an den Panik... Doch mit dem Aufkommen der neuen Götter waren die alten Bräuche vergessen und verdrängt worden. Und die letzten alten Leute, welche sich an den Pakt mit den Sene erinnert hatten, waren längst verstorben, und die neue christliche Welt kannte keinen Platz mehr für Zauberinnen und Werwölfe. Schon zogen die Menschen nun gefolgt meinen Spuren gegen Insuvius Turm, und es waren meine eigenen Vetter und Maliodonus, welche das Heer anführten. Glaivias Vater kämpfte mit seiner Axt, und die Priester brachten alle Tiere zum Opfer für Segen in der Schlacht, bis keine Tiere mehr da waren und die Sene in die Wälder flohen. In jenem Moment verband ich in meinem Geiste Glaivias und meine Magie und beschwor vom Himmel herab Melios, meinen Verwandten aus der Sippe meines Vaters, den Geist des Blitzes, um das Geschick der Schlacht zu wenden. Er fuhr ein zwischen die Streitenden, und ich konnte Glaivias Leben retten, doch ihr Vater lag tot danieder, und der Turm von Uliarus stand in Flammen. Nie konnte mir Glaivia dies vergeben. Kein Ort war mehr in dieser Welt für sie, noch könnte ich mit ihr hienach je gemeinsam in Abalom sein. Ich verband sich im Zorn auf immer mit Melios, und ich entsandte beide in die Himmelswelt. So wurde Glaivia ein unsterbliches Himmelsleuchten. Oft sah ich sie am Horizont, gleichsam nah und unendlich fern. Und oft zog ich ihr entgegen, doch wusste ich würde sie in diesem Leben nicht mehr finden.
In endloser Verzweiflung zog ich mich zurück von meinen Vettern und auch meinem Freunde Maludunus, gab ihnen die Illusion einer gewonnenen Schlacht und wanderte in die Wälder zurück. Blickte in den See der Diana Sirona, betrat nun leere Wolfsbauten, in denen ich mit Levia gelegen. Doch leer, nein. Ich hörte, was ich glaubte, seien die Laute von Wolfsjungen oder Hirschkälbern und fand dort in Glevias Bau zwei neugeborene Menschenkinder vor. Tränen überkamen mein Gesicht, als ich die Kinder in meine Arme nahm. Zweifelsohne meine Nachkommen, geboren ohne mein Wissen von Glevia als Wölfin oder Hirschkuh, denen ich die Mutter genommen und denen ich noch zu jung war, um ein guter Vater zu sein. Das Mädchen nannte ich Inogena und gab sie den neuen Schwestern, da ich auf Versöhnung hoffte zwischen Abalon und mir. Den Jungen nannte ich Amtumnokus und gab ihn den Christen mit Verweis an die Einsamen und meinen Lehrer Placidus, so dass Glevias und meine Nachkommen an beiden Welten teil hätten. Dann ging ich hinunter zum Strand. Ich wanderte lange entlang des Meeres, bis ich das Schiff eines alten phönizischen Kaufmannes namens Ahinadab fand, welcher oft bei Glevias Vater und auch meinen Vettern zu Gast gewesen war. Dort bat ich ihn, mich mit auf seine Reise zu nehmen und übergab mein weiteres Schicksal der See.